Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Feldexkursion. Auch wenn Sie sich bestimmt mitten in der Ernte befinden, vergessen Sie Ihre Rüben nicht. Feuchtwarme Witterung ist ideal für Blattkrankheiten in Zuckerrüben. Auf der Durchfahrt oder Durchreise habe ich diesen Rübenschlag entdeckt, der nicht ganz homogen ist und auch am Vorgewände ist etwas Hirse noch drin, aber die Blätter sind gesund. Hier kann man noch keine Blattkrankheiten entdecken. Alles über 25 Grad und immer wieder Feuchtigkeit sind ideale Bedingungen, beispielsweise für Cercospora. Und dann sollte schnellstmöglich eine Bekämpfung durchgeführt werden. Warum ist eine schnelle Behandlung gegen Cercospora notwendig? Weil Cercospora sich schnell ausbreiten kann und Blattfläche schädigen und zerstört. Und dann bildet die Pflanze immer wieder frische Blätter nach und das einfach auf Kosten von Ertrag und Qualität. Wie sieht Cercospora aus? Ja, das sind einfach kleine, runde, weiß-graue Flecken mit einem rot-braunen Rand. Die Symptome lassen sich schwer von Ramularia-Symptomen unterscheiden. Die Flecken von Ramularia sind etwas ungleichmäßiger, nicht so kreisförmig und sind durch einen braunen Rand abgegrenzt. Im späteren Verlauf, also irgendwann ab Ende Juli oder auch im August, gerade wenn es nachher noch feuchter ist und je nach Sorte, kann auch Mehltau in den Zuckerrüben noch ein Thema werden. Also nichtsdestotrotz ist es jetzt wichtig, eine geeignete und gute Fungizidstrategie mit Strobilurin oder auch Azolen aufzustellen, zu planen und dann gegebenenfalls eben, wenn Sie die ersten Symptome sehen oder eben mit Infektionswitterung durchzuführen. Zum Ende hin noch einen kleinen Tipp. Für die Fungizidmaßnahme eignen sich kleine, feine Tropfen besser als grobe. Warum ist das so? Weil Sie dann eben auch die älteren, ertragsrelevanten Blätter mit benetzen können. Grobe, schwere Tropfen fallen eher nach unten hin in das Herz hinein und benetzen dann hauptsächlich die jüngeren Kleinblätter. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche und freue mich, Sie in der nächsten Sendung wiederzusehen. Bis dahin, tschüss!